Neue Woche, neue Nachrichten aus Ihrer Region. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In den kommenden 30 Minuten erwarten Sie bei uns heute diese Themen. Sanierung aus Schule wird Hotel. Karikaturen Peter Geimann stellt in Ereskirch aus. Autocross Horgenzell wird zur Rennsport-Hochburg. Und Sonnenschein, der Sommer kehrt zurück. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Sigmar Gabriel ist heute Vormittag auf Wahlkampftour in Friedrichshafen gewesen. Dabei äußerte sich der Bundesaußenminister zum ersten Mal öffentlich dazu, dass die Landshut schon bald in Friedrichshafen ausgestellt wird. Die Lufthansa-Maschine war 1977 von Terroristen entführt worden und soll jetzt, 40 Jahre später, als Mahnmal und Erinnerungsort an den Bodensee kommen. Wo schon in wenigen Wochen die Landshut in einem Transportflugzeug ankommen soll, landete am Montag Außenminister Sigmar Gabriel. Sein Ministerium organisiert die Rückholung des historischen Flugzeugs aus Brasilien. Nun besichtigte Gabriel zum ersten Mal das Dornier-Museum, in dem die Lufthansa-Maschine künftig zu sehen sein soll, und erklärte vor Pressevertretern die Entscheidung für den Standort am Bodensee. Kann man ja sagen, warum nicht ins Haus der Geschichte in Bonn, weil eine Boeing 737 Platz braucht. Und da hätten sie vielleicht ein paar kleine Teile ausstellen können, aber sie hätten das Konzept, das wir jedenfalls im Kopf haben, mit Ausstellung, mit Besuchermöglichkeiten der ganzen Maschine, das hätten sie nicht realisieren können. Denn der künftige Erinnerungsort Landshut soll nicht nur die politische Bedeutung, sondern auch die Geschichten der Opfer und Passagiere erzählen. Rückblick. Am 13. Oktober 1977 entführen palästinensische Terroristen die Boeing 737 auf dem Weg von Frankfurt nach Mallorca. Mit den Geiseln wollen sie in Deutschland die Freilassung von inhaftierten RAF-Terroristen erpressen. Erst nach einer mehrtägigen Irrfahrt können die Passagiere befreit werden. Darüber, dass das geschichtsträchtige Wrack nun nach Friedrichshafen kommen soll, war die Stadt vor allem der unsicheren Finanzierung wegen bisher nicht sonderlich begeistert. Ich habe mit Herrn Brandt, dem Oberbürgermeister, telefoniert, der derzeit in Urlaub ist, deswegen treffen wir uns ja heute nicht. Ich habe ihm angeboten, dass ich zum Gespräch mit ihm, aber vor allem auch den Mitgliedern des Gemeinderates nochmal herkommen würde. Ist doch völlig klar, dass wir ein solches Projekt nicht gegen, sondern mit der Stadt realisieren wollen und dass die Finanzierung so sein muss, dass die Stadt da jetzt nicht irgendwie in eine Zwangslage gerät. Und hier soll sie künftig als Erinnerungsort stehen, die restaurierte Landshut. Dass das schon zum 40. Jahrestag der Befreiung am 18. Oktober so sein wird, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Zwar soll laut Sigmar Gabriel demnächst ein Lufthansa-Team nach Brasilien fliegen und mit der Demontage beginnen, doch die Zeit ist zu knapp. Die alte Schule in Wolfegg steht leer und das schon seit Jahren. Doch wenn alles nach Plan läuft, wird aus dem ehrwürdigen Gebäude ein 4-Sterne-Hotel mit 25 Zimmern. Philipp Richter und David Weinert haben den Investor getroffen, der ihnen die Pläne vorgestellt hat. Hier wurde einst Erdkunde, Deutsch oder Mathematik gebüffelt. Dort, wo Schüler über Klassenarbeiten schwitzten, sollen sich bald Hotelgäste entspannen können. Denn aus der alten Schule in Wolfegg soll ein 4-Sterne-Hotel werden. So sehen es die Pläne des Investors Peter Hornstein vom gleichnamigen Weingut in Nonnenhorn am Bodensee vor. Momentan steht eine Nettoinvestitionssumme von 3 Millionen Euro im Raum. Wir haben hier ein denkmalgeschütztes Gebäude. Wir haben sehr versucht, mit dem Denkmalamt bzw. auch Brandschutz zusammenzuarbeiten, das zu koordinieren. Ich möchte mehr oder weniger aus einem Schulraum nur zwei Gästezimmer zu machen. Der Name steht bereits fest. Hotel Alte Schule. Alles im Gebäude soll auch dem Thema entsprechend gestaltet werden. Neben dem Umbau des Schulhauses wird es auch eine Terrasse geben. Eine Tiefgarage ist vorgesehen. In einem Anbau sollen weitere Gästezimmer und sogar ein Spa-Bereich entstehen. Wolfegs Bürgermeister Peter Müller freut sich über dieses Projekt in der Gemeinde. Wir sind Tourismusgemeinde. Wir haben bis zu 300.000 Tagesgäste im Jahr in unserer Gemeinde in Wolfegg. Wir haben aber landkreisweit das Problem, dass wir im Landkreis Ravensburg zu wenig Hotelbetten haben. Und wir wollen als Gemeinde Wolfegg, was den Tourismus angeht, einfach nach vorne gehen und auch Fortschritte machen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir mehr Hotelbetten bekommen.
Neben dem Hotelbetrieb wird es auch eine Weinstube und einen Restaurantbetrieb geben. Das heißt, das Gebäude bleibt für die Öffentlichkeit zugänglich. Wer also einst hier die Schulbank gedrückt hat und Strafarbeiten geschrieben hat, kann hier, läuft es nach Plan, 2019 zum Brunchen und Weintrinken vorbeikommen. Zu den Kurznachrichten. Die Intensivstation des Friedrichshafener Klinikums bleibt vorerst weiter teilweise gesperrt, nachdem in der vergangenen Woche dort resistente Keime festgestellt wurden. Laut einer Sprecherin der Klinik seien die 3 betroffenen Patienten umgehend isoliert worden. Eine Infektion habe allerdings nicht stattgefunden. Die Entscheidung darüber, wann die internistische Intensivstation wieder normal laufen werde, liege bei der Hygienekommission des Klinikums. Das Chemische Veterinär- und Untersuchungsamt in Sigmaringen fordert 10 zusätzliche Lebensmittelkontrolleure. Gerade der aktuelle Eierskandal zeige, dass das zusätzliche Personal notwendig sei, sagt der Amtsleiter Bernfried Glück. Das in Stuttgart zuständige Verbraucherministerium hat die geforderten Stellen bislang nicht bewilligt. Sollte es dabei bleiben, müssten verschiedene Aufgaben gestrichen werden, so das Sigmaringer Amt, das für den gesamten Regierungsbezirk Tübingen zuständig ist. Die ersten Wohnungen in der Anschlussunterbringung Litschlesstraße sind belegt worden. 2 Familien und eine WG mit 4 jungen Flüchtlingen sind in dem ehemaligen Bürogebäude der Firma Walter eingezogen. Insgesamt wurden bereits 34 Wohnungen in Trossingen von anerkannten Flüchtlingen bezogen. Während die Stadt vor einigen Monaten noch intensiv auf der Suche nach Wohnraum für Anschlussunterbringungen war, ist inzwischen ein Mietestopp. Trossingen hat die vorgeschriebene Anzahl Flüchtlinge, die untergebracht werden müssen, bereits überschritten. Spektakuläres Flugwochenende. Die Dodays haben am Wochenende in Friedrichshafen einmal mehr die Massen begeistert. Gezeigt wurden an dem Wochenende über 50 historische und aktuelle Luftfahrzeuge. Wer es spektakulär und einmal so richtig laut brauchte, war bei der Airshow mit den Flying Bulls bestens aufgehoben. Aber auch ein Rundflug in den historischen Maschinen war an dem Wochenende möglich. Trotz des schlechten Wetters am Samstag kamen insgesamt über 10.000 Besucher zum Dornier-Museum. Das sind mehr als im Vorjahr. Bereits zum 5. Mal öffnen die 4 Ravensburger Museen am kommenden Freitag ihre Türen zur Langen Nacht im Museumsviertel. Die Museen präsentieren dann bis Mitternacht ihre Ausstellungen. Welche Ausstellungen das sind und was es in der Nacht noch zu erleben gibt, meine Kollegin Rahel Krömer berichtet. Bis Mitternacht haben Nachtschwärmer am kommenden Freitag die Möglichkeit, sich die Ausstellungen in den 4 Ravensburger Museen anzugucken. Neben den Ausstellungen gibt es in dieser Nacht Direktorenführungen und in jedem Museum ein Rahmenprogramm. Man trifft alle Direktorinnen und Direktoren an, die auch das Gespräch mit den Besuchern suchen und zur Verfügung stehen. Und in jedem der 4 Häuser gibt es ein ungewöhnliches Kulturprogramm, das eng zusammenhängt auch mit den Ausstellungen, die dort gezeigt werden. So tritt im Museum Humpesquartier passend zur Ausstellung um die Hexenverfolgungen die Künstlerin Die Hexen aus Belfast auf, die mit Musik und Videokunst Themen wie Leben und Tod erforscht. Im Kunstmuseum umrahmt eine Künstlerin die Ausstellung We Love Animals mit einem Mottentheater. Im Wirtschaftsmuseum gibt es Führungen mit Jonglage und eine Teeverkostung. Und im Museum Ravensburger ist nicht nur die Sonderausstellung Bubbleheads des Ravensburger Karikaturisten Rainer Weishaupt zu sehen. Hier darf natürlich auch gespielt werden. Das Museumsviertel Ravensburg zeichnet sich dadurch aus, dass die 4 Häuser ein ganz unterschiedliches Profil haben. Man kann sich mit Wirtschaft beschäftigen, mit Kunst, aber auch mit dem Thema Spiel und mit dem Thema Stadt- und Kulturgeschichte, hat also ein sehr breites thematisches Angebot und einen riesigen Vorteil, denn die Häuser liegen kaum mehr als wenige Laufschritte auseinander. Karten für die Museumsnacht gibt es in allen 4 Häusern an der Abendkasse oder in 6 Filialen der Kreissparkasse Ravensburg in Ravensburg, Weingarten, Leutkirch und Wangen vergünstigt im Vorverkauf. Los geht die Museumsnacht um 19 Uhr. Locker lassen, entspannen und verdrängte Emotionen freien Lauf lassen. Darum geht es bei Hang Up. Die Teilnehmer hängen dabei kopfüber an einem Seil, wenn möglich in der freien Natur. Wir haben uns diese etwas andere Sportart einmal angesehen. Darf ich Sie was fragen? Welche Fernsehsendungen mögen Sie überhaupt nicht?
So Trash-Sendungen. Okay, Hartz-IV-Fernsehen. Supermodel-Shows. Wettbewerbe, Castings. Alles, was zugestellt ist. Nicht bei uns, denn bei Regio TV gibt es nur das Beste aus deiner Region. News, Magazine und vieles mehr direkt aus deiner Nachbarschaft. Über Satellit, das Kabelnetz und jederzeit und überall auf regio-tv.de. In HD und direkt aus unseren Studios in Stuttgart, Ulm und Ravensburg. Regio TV. Mit dem Seil kopfüber an einem Baum hängen. Viele verbinden damit erst einmal keine Entspannung. Für Hartmut Beetz aus dem Deggenhauser Tal bedeutet seine selbstentwickelte Hang-Up-Technik Entspannung für Körper und Geist. Redakteur Marvin Weber hat das einmal ausprobiert. Durchatmen, entspannen, den Kopf frei bekommen. Und das alles kopfüber hängend an einem Baum. Für mich erstmal eine komische Vorstellung. Bei Hang-Up, der Entspannungstechnik von Hartmut Beetz, geht es aber genau darum. Die ungewöhnliche Umkehrhaltung hat für ihn mehrere Vorteile. Also du kommst eben durch das, dass der Körper schön gestreckt ist, kommst viel tiefer rein ins Gewebe, jetzt mal rein körperlich betrachtet. Und gleichzeitig kommst du aus dem Kopf raus. Ja, hast vielleicht selber gemerkt, so in der Umkehrhaltung, dass du da nicht mehr richtig weißt, wo ist oben, wo ist unten, und es ist egal in dem Moment. Entwickelt hat der gelernte Baumpfleger die Technik vor mehr als 20 Jahren. Damals, um seine Rückenschmerzen zu lindern. Mittlerweile praktiziert Hartmut Beetz die Hang-Up-Technik und auch das Hang-Up-Yoga, bei dem er sich selbst in diese Position bringt, auf der ganzen Welt. Egal ob auf Hawaii, Schweden oder Österreich. Es geht hauptsächlich um eines. Es geht um Loslassen. Letztendlich zuerst einmal auf körperlicher Ebene natürlich, ja, und dann aber auch emotionale Sachen können sich da lösen. Es passiert öfters, dass selbst gestandene Männer ja, so auf einmal das Heulen anfangen, und das ist total berührend. Und auch für mich ist die etwas andere Form der Entspannung eine interessante Erfahrung. Nach einer kurzen Ruhephase am Ende muss ich mich erst einmal wieder sammeln. Ich war jetzt gerade mit der Ruhephase am Ende auf jeden Fall einmal komplett raus irgendwie. Ah. Ja. Wie ging es hängen für dich? Das war auch angenehmer, als ich gedacht habe eigentlich. Also ich dachte eigentlich, dass es anstrengender gewesen wäre, aber es war tatsächlich eher ein Loslassen und wirklich entspannt einfach nur rumhängen. Ja. Ja. Nach einer guten Stunde bin auch ich wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen. Und das tatsächlich, auch wenn ich es vorher nicht wirklich erwartet hätte, deutlich entspannter und ausgeglichener. Normalerweise stellen die Kulturfreunde Eriskirch im Bürgerhaus hauptsächlich Bilder und Skulpturen von regionalen Künstlern aus. Doch in diesem Sommer zeigt der Verein Werke vom bekannten Karikaturisten Peter Geimann. Welche Überraschungen der Künstler passend zur Ausstellung für die Kulturfreunde hatte, berichtet Corinna Konzett. Es ist nicht nur ein Huhn, sondern ein ganzes Universum. Im Bürgerhaus Alte Schule stellen die Kulturfreunde Eriskirch Karikaturen von Peter Geimann aus. Mit seinen Huhn-Karikaturen wurde Geimann berühmt. Er zeichnet unter anderem Cartoons für das Magazin Brigitte. Dass die Bilder eines so bekannten Künstlers jetzt in Eriskirch hängen, hat vor allem mit der Einstellung von Peter Geimann zu tun. Er hat eigentlich den Standpunkt, doch auch aufs Land zu gehen. Er stellt nicht nur in großen Museen aus und Großstädten, sondern ganz bewusst auch in kleinen Galerien auf dem Land oder in der Provinz. Und so sind wir auch als Verein zum Zug gekommen. In Eriskirch sind aber nicht nur Geimanns Hühner-Cartoons zu sehen. Auch die Themen Wein, Italien und Paarprobleme stellt er in seinen Bildern mit viel Humor dar. Und es gibt einen ganz besonderen Hingucker. Ein Bild, das Peter Geimann extra für die Ausstellung in Eriskirch gezeichnet hat. Ich habe den Peter Geimann gefragt, ob er passend zu seinem Thema typisch badisch, er als gebürtiger Badener, auch was hat über die Schwaben, um über die Schwaben ein bisschen zu lästern oder über die Hassliebe zwischen Badener und Schwaben, hatte er nichts. Aber irgendwann hat er eine Zeichnung vorgelegt, eine große Überraschung über die Pfahlhühner, die es angeblich in den Pfahlbauten in Unteruldingen gibt. Wer die Pfahlhühner und die anderen Bilder von Peter Geimann in Eriskirch sehen möchte, die Sommerausstellung im Bürgerhaus dauert noch bis zum 3. September.
Reggae in entspannter Atmosphäre. Am Wochenende hat das Keep It Real Jam Festival wieder viele Besucher nach Pfullendorf in den Landkreis Sigmaringen gelockt. 2 Tage lang feierten die Reggae-Fans im Seepark Linzgau. Auf der Bühne standen nationale und internationale Künstler, von denen einige sogar extra aus Jamaika angereist sind. Im Seepark Linzgau in Pfullendorf haben am Wochenende mehr als 2100 Besucher beim Reggae-Festival Keep It Real Jam gefeiert. Bereits am Donnerstag waren zahlreiche Reggae-Fans angereist, um auf dem Gelände ihre Musik zu genießen. Am Freitag machte Miwata den Auftakt. Der Singer-Songwriter aus Heidelberg war bereits 2013 in Pfullendorf aufgetreten. Auch dieses Mal wurde er vom Publikum stürmisch begrüßt. Miwata stimmte das Publikum mit seinen Liedern aus einer Mischung aus Pop, Reggae, Dancehall und Hip-Hop auf die kommenden Tage ein. Bei den Besuchern kommt das Festival vor allem wegen der entspannten Atmosphäre gut an. Also ich bin jetzt gerade erst gekommen, vor ungefähr einer Dreiviertelstunde. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ja, ich war letztes Jahr schon da, die letzten 5 Jahre war ich hier. Ja, einfach die Location, cooles Festival, entspannte Leute, relativ klein. Das ist immer fein, weil es ist ein kleines, gemütliches Festival, wo schön überschaubar ist. Der See ist dabei, ist super. Das ist eine gute Partywelt, wo man gescheit tanzen kann und dass die Sonne nach Hause kommt, das wäre auch noch super. Auf dem Keep It Real Festival war aber mehr geboten als nur Musik. Es gab auch einen Markt, auf dem es zum Beispiel Kleidung zu kaufen gab. Neben deutschen Gerichten wurden auch Spezialitäten aus Jamaika und Afrika angeboten. Dass das Wetter am Freitag eher schlecht und deswegen noch nicht so viel los war, machte den Besuchern nichts aus. Auch am Samstag animierten die Musiker und DJs die Besucher zum Tanzen und Feiern. Das Festival fand bereits zum 11. Mal statt. Seit dem Jahr 2012 wird es im Seepark Linzgau ausgerichtet. Schnell, dreckig und laut war es gestern in Hoggenzell im Landkreis Ravensburg. Motorsportfans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich dort zum ersten Hoggenzeller Autocross getroffen und ordentlich Gas gegeben. Der Dreck spritzt, der Motor röhrt, es gibt nur ein Ziel und das heißt Vollgas. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Das erste Hoggenzeller Autocross-Rennen bringt an diesem Wochenende ein kleines bisschen Formel-1-Stimmung nach Oberschwaben. Normale Autos, von Motorsportfans ausgebaut, umgebaut und aufgerüstet, messen sich hier auf der Rennstrecke. Autocross ist Geschwindigkeitsrennen im Gelände. Höchstgeschwindigkeiten auf den Geraden, Drifts in den Kurven und immer wieder enge Duelle. Wirklich gefährlich sei das aber nicht, sagen die Fahrer. Jedes Fahrzeug hat einen Überrollkäfig, alle brennbaren Teile wurden aus den Autos ausgebaut. Und Berührungen sind eh verboten. Was zählt, ist einzig und allein die Geschwindigkeit. Aber wie schnell fahren die Autos denn eigentlich? Geschwindigkeit kann ich nicht sagen, weil keiner ein Tacho drin hat. Sie haben die kleinen Autos, haben so 70, 80, die kleinsten Autos, 70, 80 PS. Aber die Jugendfahrer teilweise schon mit 100, 105 PS. Und die gehen hoch und umschauen mal bis 300, 400 PS. Die rund 70 Fahrer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In verschiedenen Klassen treten sie gegeneinander an. Unter den Augen der rund 2000 Zuschauer wird gemessen, wer das schnellste Auto und vor allem die stärksten Nerven hat. Organisiert wird das Ganze vom Stocker Club Trossingen. Man sieht, die Mundwinkel gehen nach oben. Klasse Wetter, tolle Fahrer, hervorragende Zuschauer. Was wollen wir mehr? Wenn sie dürfen, wollen die Veranstalter im nächsten Jahr wieder hierher kommen. Dann am liebsten mit noch mehr Fahrern. Weitere wichtige Meldungen aus der Welt des Regionalsports haben wir jetzt für Sie in unserem Sportflash. Kantersieg zum Auftakt. Die Fußballer des TSV Berg sind mit einem klaren 6:0 Erfolg in die neue Saison in der Fußball-Landesliga gestartet. Zwar überzeugten die Berger gegen den FC Ostrach nicht in allen Belangen, gegen den ersatzgeschwächten Gast kam der TSV Berg dennoch zu einem ungefährdeten Sieg. Die individuelle Klasse der Berger machte am Samstag den Unterschied aus. Bei der 28. Auflage des internationalen Montfort Cups der Eisstockschützenherren schrammte der gastgebende ESC Langenargen knapp an einem Turniersieg vorbei. Auf den Pflastersteinbahnen im Langenargener Sportzentrum hat das Spitzenteam SC Breitenwang aus Tirol aufgrund der besseren Stockquote knapp die Nase vorn. Dahinter folgte das punktgleiche ESC-Team mit Joe Beck, Bruno Morandel, Markus Lukas und Raphael Tomasi.
Rund 60 BMX-Fahrer haben am Wochenende ihre Künste beim Tuttlinger Publikum bei der 9. Auflage des BMX-Männle im Donaupark präsentiert. Eine dreiköpfige Jury bewertete die Sprünge, Salti und andere Kunststücke der Teilnehmer. Der Vorjahressieger bei den Profis, Matti Hilber, verteidigte den Titel. Bei den 5 teilnehmenden Mädchen gewann Lotta Grüber. Bei den Amateuren sicherte sich der 10-jährige Moritz Kuhn Rang 1. Und bei den Fortgeschrittenen schaffte es Zeno Lehmann ganz oben auf das Treppchen. Und nun haben wir die besten Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Geheimnisvoll wird's am Donnerstag in Weingarten. Dort können Kinder auf Entdeckungsreise gehen. Denn die Touristinformation Weingarten lädt am 17. August alle Ferienkinder zur Führung Kinder im geheimnisvollen Weingarten ein. Bei der Führung unter der Leitung von Rainer Hepp geht es rund um die Basilika durch die Innenstadt. Dabei soll die Stadtgeschichte Weingartens vom Mittelalter bis heute spielerisch vor Ort entdeckt werden. Los geht's um 16 Uhr auf dem Münsterplatz. Der Barbier von Sevilla zählt zu den weltweit meistgespielten Werken der komischen Oper. Am Dienstag können Sie das Stück, das von der Liebe und ihren Irrungen und Wirrungen handelt, als Marionettenoper im Lindauer Stadttheater sehen. Während Rossini dem Barbier in gerade einmal 3 Wochen schrieb, benötigte die Marionettenoper insgesamt 6 Monate Vorbereitungszeit. Dennoch, sobald sich der Vorhang hebt, vergisst der Zuschauer schon bald, dass die Hauptfiguren als Marionetten an Fäden hängen. Die amerikanischen Pop-Art-Künstler Andy Warhol oder Roy Lichtenstein sind weltbekannt. Dass Pop-Art aber auch deutsch sein kann, zeigt die Ausstellung I Like Fortschritt, German Pop Reloaded, in der Städtischen Galerie Schwenningen. Die deutschen Pop-Art-Künstler nutzen in den 70er Jahren die neue Bildsprache zum Protest gegen die Konsumgesellschaft. Noch bis zum 27. August können Sie die Werke immer dienstags bis sonntags in der Städtischen Galerie sehen. Nachdem es in den vergangenen Tagen in Tuttlingen immer wieder geregnet hat und der Himmel grau und wolkenverhangen war, scheint heute wieder richtig die Sonne und der Himmel über der Burgruine Hohenberg ist blau. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, erfahren Sie gleich. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Aktuell hat noch das Hochdruckgebiet Lisa das Sagen, aber Lisa verabschiedet sich nun schon Richtung Baltikum und Russland. Es kommen dann die nächsten Tiefausläufer zu uns, aber bevor es soweit ist, kommt jetzt aus Süden sehr warme Mittelmeerluft zu uns. Es wird also deutlich wärmer als am Montag. Die Höchstwerte am Dienstag, die liegen zwischen 27 und 32 Grad. Zunächst gibt es dann noch sehr viel Sonnenschein, aber nachmittags fängt es an zu brodeln, es bilden sich Quellwolken und schließlich vom Bergland ausgehend dann auch Schauer und Gewitter. Bei uns in der Region, da bleibt es aber noch lange sonnig. Es gibt tolles Badewetter bei Temperaturen von bis zu 31 Grad. Nachmittags steigt dann besonders Richtung Baar und Alb das Risiko für Schauer und Gewitter allmählich an. Bis sich die Schauer und Gewitter dann aber über die gesamte Region ausbreiten, dauert es noch. Das passiert wahrscheinlich dann erst im Laufe des Abends und in der Nacht auf Mittwoch. In den nächsten Tagen geht es dann hin und her bei unserem Wetter. Am Mittwoch schwülwarme Schauerwetter bei maximal 26 Grad. Donnerstag nochmal Hochsommerwetter bei bis zu 29 Grad. Freitag kommt dann die nächste Front mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Ja, und dann kühlt es kräftig ab. Am Wochenende gibt es keine 20 Grad mehr und es bleibt doch oft noch nass bei uns. Das Abi in der Tasche, doch was jetzt? Viele Jugendliche denken da erst einmal an Urlaub. Das war bei Felix Adrian und Florian Funk aus dem Landkreis Biberach nicht anders. Aber einfach nur wegfahren wollten sie nicht. Deshalb haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Den Urlaub wollen sie mit einem E-Auto machen. Ziel ist das Nordkap. Was sie mit ihrem Projekt erreichen wollen, das sehen sie morgen. Und damit darf ich mich nun von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Fernsehabend. Lassen Sie es sich gut gehen. Bis